Ja, in einer Lehrrede erklärte Buddha Folgendes. Er sagt, keine Sangmaro Sadhu, Sadhu Achaya Sangmaro, Manasa Sangmaro Sadhu, Sadhu Sambhat Sangmaro. Keine Sangmaro Sadhu, es ist so positiv, auch sehr heilsam oder heilsame Wirkung bringen, wenn jemand die körperliche Handlungen mit der Achtsamkeit verbindet und diese Tätigkeiten, körperliche Tätigkeiten immer achtsam tut und auch dann eine gute Training hat. Erstens sagt der Buddha, körperliche Handlungen mit der Achtsamkeit tun und sie soll dann immer dann positive Wirkung bringen und auch dann heilsam werden. Das heißt, soll diese Tätigkeiten in der Welt etwas Heilsames bringen. Heilsames heißt nicht irgendwie eine besondere Dinge, heilsam heißt selber heilen und anderen auch heilen können. Anders gesagt, nicht irgendwie negative Wirkungen, körperliche Handlungen. Das heißt, der Körper nicht wieder Unheilsames verwenden. Und dann sagt der Buddha, es ist sehr, sehr sadhu, das heißt sehr, sehr gut und es ist sehr schön, heißt er. Zweitens, Sadhu Vachaya Sangmaro. Wenn jemand wirklich dann eigenes Reden oder Sprache mit der Achtsamkeit verbinden kann und dann auch achtsam sprechen und auch die positive und heilsame Wirkung bringen lassen. Und dann sagt der Buddha gleichzeitig, wenn jemand wirklich die Sprache nicht trainiert hat, das heißt, die Sprache nicht mit der Achtsamkeit nicht trainiert hat, reden. Und kann sehr schnell negative Wirkung bringen. Und das hat er immer betont. Der Buddha sagt immer, Sprache ist das sehr, sehr schnelle Wirkung bringen. Deshalb soll immer dann ist dann trainieren, mit der Achtsamkeit verbinden. Und diese Dinge, diese zwei, Körper und Geist, Körper und Sprache, ist so, so viele, so viel verwenden wir diese am Tag. Sprache. Und nur diejenigen, die wirklich im Wald lebt, sie verwenden dann Körperliches, das heißt gehen, sitzen, irgendetwas, kehren, reinigen und so weiter. Aber sie sparen sehr viel der sprachlichen Handlungen. Sie reden nicht. Deshalb sagt der Buddha, es ist sehr, sehr gut, wenn jemand schweigen kann. Das ist im täglichen Leben. Und dann sagt der Buddha am Ende, Manasa Sangmaro Sadhu. Manasa Sangmaro Sadhu. Es ist sehr, sehr wichtig, auch wunderbar, wenn die Menschen auch den Geist trainieren kann. Und dann sagt er gleichzeitig, körperlicher Training gibt es eigentlich einen Trainer, der Geist. Den Geist zu trainieren, soll der eigene Geist als Trainer nehmen. Das ist nicht so einfach, weil der Geist von Geburt und bis jetzt sehr viele Dinge tut, aber nicht ohne Voranmeldung. Das tut er, wie er will. Das sehen wir hier, wenn wir sitzen. Wir wollen eigentlich den Atem beobachten. Innerhalb kurzer Zeit, der Geist beschäftigt sich mit anderen Dingen. Wir können nicht stoppen. Wir können nicht das einfach sagen, ich will das nicht, ich will das nicht.
Mit Wollen können wir das nicht tun. Wir sollen eigentlich, dann sagt der Buddha, dafür gibt es nur eine einzige Methode. Ihr sollt einen ersten ein Objekt finden. Dieses Objekt soll heilsam sein. Neutral, heilsam. Wie zum Beispiel für Kaya Gatanus Sati, das heißt Körperbetrachtungsübung, die erste Übung ist eigentlich den Einatmen, Ausatmen. Er hat oft gesagt, das ist das heilsamste Objekt der Welt, Ein- und Ausatmen. Weil diese Handlung, es ist nicht nur für die Menschen, auch den allen Wesen, allen Natur, allen. Ein- und Ausatmen schenkt das Leben. Bäume atmen ein, atmen aus. Tiere atmen ein, aus und atmen aus. Alles, was da gibt, tun die diese. Und gleichzeitig, dieser ist das, ist seine Lebenskraft, Kraft des Lebens. Und deshalb sagt der Buddha, nimm dieser als Meditationsobjekt. Wenn wir mit diesem wunderbaren Objekt wirklich eins werden können, dann kriegt der Geist ein Training. Und deshalb versuchen wir immer, Atem als Meditationsobjekt nehmen, dabei zu bleiben. Es ist so eine sehr schöne Übung, ist eigentlich. Wir können das nicht messen. Wir können nicht halbe Stunde sitzen und sagen, wie weit habe ich eigentlich die geistige Entwicklung erreicht? Können wir nicht. Aber immer wieder, wenn wir das tun, wir können zum Beispiel, wenn wir halbe Stunde diese Übung machen am Tag, wir sehen eigentlich dann unsere Sehen und so weiter, alles wird anders. Am Abend, wenn wir das tun, bevor wir schlafen gehen, das sehen wir. Wir können gut schlafen. Es ist nicht nur gut für die Erleuchtung oder so etwas. Es ist auch gut für diesen Dinge. Wenn wir halbe Stunde, nicht halbe Stunde, einige Minuten, einige Sekunden, einige Minuten vor dem Essen ein- und ausatmen, diese Übung 2, 3 Minuten vor dem Essen, wenn wir sitzen, bevor wir das tun, essen, kurze Zeit ein- und ausatmen beobachten. Und diese Übung macht ganze Geschmackzellen, alles dann wach. Und auch nicht nur das, Magen bereitet vor, schnell zu verdauen. Alle Blockaden löse ich auf. So sehr schnelle Wirkung bringt das eigentlich da im Ausatmen, diese Übung. Es ist, man soll nicht denken, ah, das ist für die Erleuchtung, nicht nur Erleuchtung auch, aber im Täglichen sehr viele Dinge. Und deshalb ist dann die Einatmen, Ausatmen, die Übung, wollen wir schon gerne tun. Gerne tun, nicht da einfach sitzen. Wir vergessen sehr schnell. Sage, ich verwende das Wort wir, nicht ihr, sondern wir. Ich auch selber. Immer wieder soll man irgendeine Methode finden. So wie einfach eine kurze Rezitation, wenn der Geist immer weggeht, eine wunderschöne Rezitation machen. Und ich weiß, dass wenn ich dann in der Früh eine Stunde rezitiere, der Geist ist immer beim Rezitation. Das ist eine sehr schöne Übung. Eine Stunde bleibt der Geist bei der Rezitation. Das ist sehr schön. Wenn auch bei der Meditation, wenn wir hier sitzen. Wenn der Geist wirklich das immer wieder weggeht, zurückzuholen, ist eine gute Methode, ist eine kurze Rezitation. So wie Sabbe nicht so machen. Nein, du nicht so machen. Wenn das Signal kommt, nicht hier. Und dann ist das auch zum Beispiel, wenn wir sagen, Sabbe Satta
Bhavantu Sukhitattha. Das ist eine Rezitation. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitattha. Mögen alle Wesen glücklich sein. Wenn der Geist weg ist, einige Male das wiederholen. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitattha. Oder irgendein schönes Wort. Immer Metta, 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 Metta. Es ist eine schöne Übung, ist das dann wieder den Geist wieder zurückzuholen. Und so können wir diese Übung machen und halbe Stunde. Wir können sitzen, einige Minuten, halbe Stunde oder mehr, bisschen sitzen. Und dann können wir wieder kurze, so stehen, so eine Übung machen. Und dann wieder können wir gemeinsam sitzen, die Übung machen. Wie ich gesagt habe, es bleibt der Geist nicht immer beim Atem. Bitte irgendeine gute Methode verwenden, wie der Rezitation oder irgendetwas, wie ihr gelernt habt. Das sollt ihr schon benutzen. Sonst ist der Geist, es ist schade, wenn er nicht immer weggeht und dann gleiche tut, was wir im täglichen Leben tun. Und das ist die einzige Möglichkeit hier, einige Minuten den Geist wirklich einfach trainieren. Ja. Der Geist trainiert den Geist. Und wenn man wirklich diese Übung tut. Und so können wir wirklich jetzt einige Minuten Sitzmeditation und dann, wie ich gesagt habe, eine kurze Stehen und dann wieder Sitzmeditation machen. Vorher machen wir gemeinsam die Rezitation. Ja, wir haben heute noch eine kleine Zeremonie. Eine Zufluchtnahme-Zeremonie. Und Erminia, dass sie wollte heute dann Zuflucht nehmen und zu den drei Juwelen, Buddha, Dhamma, Sangha. Und ich glaube, hier viele haben dieses getan und offiziell eigentlich. Sonst habt ihr jeden Tag gemacht, dass sie dann Zuflucht nahmen. Und ihr könnt auch dabei sein, ihr könnt auch das machen. Es ist, ich weiß nicht, was das bringt, aber schadet nicht. Da kann ich es garantieren. Es schadet wirklich nicht. Aber bringen weiß ich nicht. Nein, das ist auch wichtig. Einmal kam ein Verwandter namens Mahanamen zum Buddha. Und er fragte eigentlich, Kittavatanuko Bhante Upasako. Wie wird man eigentlich sein Upasaka? Upasaka. Upasaka heißt, Upa heißt neben, Asika heißt sitzen. Sitzen, neben sitzen dann drei Juwelen. Und da ist eine Frage gestellt. Und dann Mahaname, und da war es eigentlich ein Onkel von Buddha. Und der Buddha gibt eine Antwort. Etavatanuko Mahaname. Buddhan Saranangato Hoti, Dhamman Saranangato Hoti, Sanghan Saranangato Hoti, Etavatanuko, Mahaname, Upasaka, Upasika. Mahaname, Etavatanuko, Mahaname, so ist der Mahaname. Wenn jemand Buddha, Dhamma, Sangha als Zuflucht nimmt. Etavatanuko bhante upasako, wenn jemand das mit dem Herzen das tut, mein Zuflucht zum Buddha, Dhamma und Sangha, und dann wird er ein Upasaka. Upasaka ist eigentlich keine Anhänger von Buddha, das heißt, in meinem Herzen wird bis zu meinem Tod Buddha, Dhamma, Sangha leben. Das ist eigentlich dieses, Upasaka heißt. Und ist in Zuflucht das Wort eigentlich ein bisschen so schwierig zu übersetzen, Zuflucht. Und Zuflucht eigentlich, das Wort heißt Sarana, Saranam Gacchami. Das kommt da, Saranam Gacchami. Sarana heißt eigentlich, es gibt nun zwei Bedeutungen, ein Hilfe, Schutz, auch kann sagen, genauso wie der Buddha gegangen ist, so bin ich auch unterwegs. Ich wollte auch so sein und diese Erleuchtung, die Erleuchtung zu erlangen. Das heißt, Erleuchtung ist mein
mein Zuflucht. Und Dhamma ist mein Zuflucht. Sangha ist auch mein Zuflucht. Und dann ist dann, wir haben schon oft gesprochen. Und wenn jemand das aber offiziell macht, dann wird eigentlich sagen, überall kann sagen, ich bin ein Buddhist. Sogar in Österreich kann man gesetzlich auch sagen, ich bin ein Buddhist. Mit diesem Zufluchtnamen. Und das heißt, anmelden und dann das Ministerium ist registriert. Und sie, es ist auch, ich meine, das ist, da kriegt auch einer bei mir, wenn jemand das macht, kriegt auch so einen Zeugnis kriegt das. Ein sehr schönes Zeugnis eigentlich. Das habe ich selber zusammengestellt. Deshalb ist das, sage ich, gut. Und da oben habe ich es geschrieben. Atta Dipa Viharata, Anatta Sarana und Atta Sarana. Dhamma Dipa, Dhamma Sarana, Ananya Sarana. Übersetzt eigentlich, wie der Buddha gesagt hat, seid euch selber eine schützende Insel. Seid euch selber Zuflucht. Nehmt keine andere Zuflucht. Die Lehre Dhamma sei euch eine Insel. Die Praxis des Dhamma sei euch Zuflucht. Nehmt keine andere Zuflucht. Das ist die Übersetzung. Und es ist sehr, sehr schön, dass der Buddha, das war das, sein letztes Wort war das eigentlich. Atta Dipa Viharata. Atta Sarana, Ananya Sarana. Ihr sollt eure eigene Zuflucht finden, in eurem Herzen, aber nicht in außen. Und so ist eigentlich diesen Zufluchtname. Jetzt wollen wir das, aber dann hier auch eine Besonderheit. Und sie will auch, aber alle wollten das. Da kriegt auch einen Namen. Er ist auch, gut, ich habe auch keine, so viele Namen habt ihr, aber buddhistische Namen habt ihr auch. Das ist okay. Und wir, wenn die Mönche werden, wir sollen alle Namen wegnehmen, alles dann loslassen. Und dann kriegt er einen speziellen Namen mit Dhamma-Namen. Und das ist auch Zufluchtname. Aber dann, wir verlieren unsere Zivilnamen, was meine Mutter, mein Vater mir gegeben hat. Da darf ich es nicht mehr verwenden in Sri Lanka. Es ist das Ende. Und das war auch kein Problem hier, als ich dann meine Staatsbürgerschaft in Österreich bekommen habe. Ich wollte einen Pass. Sie haben gesagt, ja, Geburtsurkunde. Ich habe gesagt, gilt nicht. Ich habe wirklich so gesagt. Sie haben gesagt, wieso? Das ist der einzige Identity. Ja, wie heißt das? Erkennen, ja? Geburtsurkunde. So gesagt, ja, aber das verwenden wir nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, das geht aber nicht. Am Ende, ich habe gesagt, aber ich will nicht meinen Zivilnamen, meinen Reisepass haben. Ich will meinen Mönchnamen, Reisepass haben. Lange ist diskutiert. Und dann haben sie gesagt, aber ich muss, dass sie zwei Namen eins, das ist beweisen. Und dann Affidavit heißt das, Affidavit, ja. Affidavit, ja. Und dann war es ein Botschafter, und zum Botschafter hat einen Brief geschrieben. In Sri Lanka Tradition ist ein Mönch, ein Kloster kommt, Zivilname, ja, verlassen muss. Und dann ist aber die beide sind gleichen Namen, das sind beide Geistpersonen. Dann habe ich das bekommen. In Frankreich geht nicht. Und das ist nicht. Franzosen sagen nein, das ist unter Geburtsurkunde. Deutschland weiß ich nicht. Hier gibt es nur der Künstlername, kann man eintragen. Aber das ist extra. Das ist dann, das ist außer diesem Namen, das gibt einen, ja, das ist Sondernamen. Das. Und dann, ja, wir machen das in Zeremonie. Und das ist so, ich weiß, hast du diesen, kannst dann auswendig die Verehrungsformel, ja? Wenn das nächste ist, da gibt es ein Rezitationbuch hinter dem, kannst du, der Gilbert, kannst du ihr geben. Seite 4, glaube ich.
Der Charakter liest Karten in der Liste, die macht er. Ja, kannst du dich sehen? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 4, Seite 4, glaube ich. Okay. Ihr könnt auch das sagen, das ist auch gut, ja. Kannst du dann ja, laut dann sagen, Namo tassa bhagavato arahato. Okay. Ja, dann sage ich es erst, dann kannst du dann wiederholen, ja? Buddhang saranang, gacchami, dhammang saranang, gacchami, sanghang saranang, hörst du das ja? Sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami. Noch einmal brauchen wir saranang sagen, einmal genau. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Dann ist der fünfte Sila, ja? Panati pata, veramani, sikha padang, samadhiyami, adinna dana, adinna dana, dana, kannst du lesen, da ist das Zettel. Adinna dana, veramani, sikkhapadang, samadhiyami, kamesu, veramani, sikkhapadang, samadhiyami, musavada, musavada, das ist musavada, veramani, sikkhapadang, samadhiyami, surameraya, majja, pama, dattana, veramani, sikkhapadang, samadhiyami. Tisaranena saddhiṃ pancha sīlaṃ dhammaṃ sādhukaṃ surakkhitaṃ katvā appamādena sampādhe tabbaṃ sādhu, sādhu, sādhu. Ja. Das ist dann, kannst du übersetzen, das ist aber da drinnen, findest du? Ja. 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 Nicht gegebenen zu nehmen, will ich nicht enthalten. Die Sinne falsch zu gebrauchen, will ich nicht enthalten. Vor Recht der Rede will ich nicht enthalten. Ja. Berauschende, den Geist trübender Mittel will ich nicht enthalten. Ja, das ist dann vorher, kannst du dann Zufluchtnahme auch dann reden? Eine Seite vorher. Nein, nein, nicht nach. Ja.
Ich nehme das, ja. Die drei Fragen zu sehen. Ich nehme so, das erste, ja. Kannst du, das gibt. Seite 5. Ja, ja. Zum Buddha nehme ich meine Zuflucht. Zu Lehre nehme ich meine Zuflucht. Zum Gemeinschaft nehme ich meine Zuflucht. Zum Buddha nehme ich meine Zuflucht. Na, zweimal, das gibt. Ja. Zum zweiten Mal. Okay. Zum zweiten Mal zu Lehre nehme ich meine Zuflucht. Zum zweiten Mal zur Gemeinde nehme ich meine Zuflucht. Zum dritten Mal zum Buddha nehme ich meine Zuflucht. Zum dritten Mal zu Lehre nehme ich meine Zuflucht. Zum dritten Mal zur Gemeinde nehme ich meine Zuflucht. Ja. Und damit hast du dann dein Zufluchtname, Zuflucht genommen. Und es ist so, du brauchst nicht sagen, dass du irgendwie einer Religion Anhänger oder Anhängerin geworden bist. Das ist nicht. Und das ist eine freiwillige, das ist eine sehr friedliche Entscheidung. Das heißt, ich will so diesen Zufluchtnamen. Und du kannst Zuflucht nehmen, aber es ist gut, so gemacht hat, aber es ist nicht ein ewiges Etwas. Wenn du irgendwann denkst, ist Buddha ist nicht mein Zuflucht, nicht mehr. Dhamma ist auch nicht meine. Sangha ist auch, du kannst ruhig sagen, auch wieder sie. Das kann. Nein, 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 das meine ich, dass die Freiheit hast du immer. Du kannst immer so bleiben und du kannst eigentlich sagen, nein, ich will nicht mehr. 2 Jahre später denkst du, ich will wieder. Kannst du auch. Diese Freiheit hast du. Damit sage ich, das nimmst du das nicht als eine Belastung. Es ist keine Belastung für dich. Oh, ich habe den Zuflucht genommen, ich muss immer dann Buddhist sein oder so etwas. Ja. Wichtig ist, dass du Wirklichkeit als Buddhist oder nicht Buddhist, Buddhistin. Das ist dein Praxis wichtig. Du kannst das immer praktizieren. Was sollen die praktizieren? Wichtig ist, dass hier Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Es ist das für ganze Welt, für alle Menschen, es ist das Wichtigste. Das Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Jeder kann das sprechen. Nichtgegebenes zu nehmen, will ich mich enthalten. Sinne falsch zu verwenden, werde ich dann enthalten. Unrechte Rede werde ich dann enthalten. Dann ist das berauschende Mittel sind geistrübende Mittel, nämlich werde ich dann entfernen oder enthalten. Ja, ist das so, wenn das jeder kann diese Übungen machen? Und diese Übungen sind sehr menschliche Übungen. Und das heißt eigentlich, wenn wir irgendwie mit diesen Dingen unsere Menschlichkeit verloren haben. Wir können zurückkehren, wenn wir diese Dinge üben. Anders gesagt, die Übung des fünf Sila ist, wir gehen zurück zu der Menschlichkeit. Das ist wichtig für uns. Wir sind geboren als Menschen. Wir haben diese Dinge als Kind haben wir das nicht gemacht. Manche Menschen laufen der Zeit irgendeine Grund angefangen, solche Dinge tun. Wenn wir üben, wir kommen zurück zu dem Ursprung. Das ist das Wichtige, ja. Anders gesagt, wir werden wieder reingeborene Kinder. Nicht der Kinder, was wir so geben. Wir werden so, der Geist ist so wie ein Kind. Ohne diese Dinge, ja. Wir sind geboren. Und dann sagt er, Agantuke Upakilito Hoti. Von außen gekommenen werden wir unrein. Wenn wir die fünf Silas praktizieren, und dann werden wir zurück. Das ist notwendig für uns. Und das deshalb ist wichtig, diese Dinge üben. Und damit, wenn du wirklich das, diese fünf Sila praktizierst, egal wer das wer ist, egal, du bist in Italien geboren, ich bin in Sri Lanka, ihr seid hier in Deutschland, in Österreich geboren, das sind andere, sind in Deutschland. Und ist egal,
Wenn der fünf Sila praktiziert, sie sind der Buddhisten. Da sagen nicht Anhänger von Religion, sondern sie sind Buddhisten. Buddhisten heißt eigentlich, sie sind mit der Erleuchtung verbunden. Erleuchtung heißt nicht irgendeine außergewöhnliche, eigentlich der höchste Reinheit des Geistes verbunden. Und deshalb sage ich, wenn der fünf Silas praktizieren, egal wer der tut, sie sind Buddhisten. Ja, nicht nur der sagen, eigentlich, ich bin ein Buddhist, weil ich so geboren bin oder so. Der Buddha hat immer gesagt, von Tun wird man ein Mensch, aber nicht von der Geburt. Richtiger Mensch wird von Tun, was der tut. Und so ist eigentlich diese Zeremonie, für dich ist sehr wichtig. Du kriegst an diesem einen Namen auch, und das ist das haben, dass deinen Geburtstag habe ich nicht gehabt, aber da kannst du selber schreiben. Und dann einfach hier das ausfüllen, das ist dann. Und dann, du hast deinen Namen, ist eigentlich sein buddhistischer Name, Nandi. Nandi heißt Freude. Das heißt, ja. Und der Freude, diese Nandi ist eigentlich Freude ohne Anhaften, ohne Ablehnung entstanden. Freude. Ja. Diese hast du. Das ist eine, jeder kriegt in buddhistischer Richtung, der Mönch auch, den Namen kriegt, entweder hat er das oder nicht. Wenn er nicht hat, muss er dann wirklich, mein Name ist das Freude, ich muss der Freude haben. Wenn ich habe, muss das verstärken. Ja. Und dann ist das zum Beispiel, ich habe meinen Namen Silavansa, Generation der Sittlichkeit. Ich muss immer denken, ich habe einen Namen, Generation der Sittlichkeit, ich muss was bewahren. Ja. Ich muss das ein Name ist eine Unterstützer. Ja. Und wenn ich es gehabt habe, ich verstärke das. Wenn ich es nicht habe, dann werden sie denken, aha, jetzt hast du Zeit. Du musst deinen Namen immer beweisen. Ich bin so. Ja? Und dann, ich habe meinen Namen gesagt, ist ein sehr interessanter Name, ein deutsches Name. Erich. Erich. Das ist ein unglaublicher Name, ist das. Er und ich zusammen ist der Erich. Immer gedacht, woher kommt dieser Name eigentlich? Erich. Er und ich. Erich. Lange habe ich es überlegt, woher kommt dieser Name? Erich. Er und ich. Ein Männername. Erich. Ja? Er und ich. Ja? Das ist eigentlich, wir sind kollektiv, heißt das, Erich. Kollektiv sind wir. Nicht getrennt. Ja? Er und ich. Wir sind eins. Ja? Das ist so. Das ist so, ich habe viele Namen so gedacht. Deutsche Namen. Wie kommt das zusammen? Trenne ich das jedem Wort, schaue ich, ob das irgendeine Bedeutung hat. Dann habe ich es Erich gefunden. Er und ich. Ein kollektiver Mensch ist er. Ja. Gut. Und das kriegst du, kannst du kommen. Ich gebe dir. Ich mache einen kleinen Unterschied, dann hast du das, meinen Unterschied auch. Deine Kinder kannst du zeigen, ja. Ich habe noch eine Unterschied. Das ist heute ist. Ich schreibe das jetzt. Aber, ja, ich habe aber, weil du gesagt hast, 25 kommt, ich habe das 25 ist und das 3 ist. Ja. 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 Und die schreibe ich. Okay. Ja.
Wenn ihr auch der Geschmack habt, bitte, könnt ihr auch das machen. Ja. Gut. Und vielen Dank. Und dann schönen Abendmeditation noch. Ihr könnt, bevor ihr schlafen gehen, bitte noch eine kurze Meditation machen. Vielen Dank und alles Gute. Ja.